Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist eigentlich schade, dass wir nach dieser großen Einmütigkeit, die wir heute Morgen hatten in der Endlagerdebatte, die fand ich sehr erfrischend war, jetzt wieder sozusagen ein Stück weit in alte Muster verfallen. Ich verstehe das aber, es sind Wahlkampfzeiten und dass die Opposition jetzt auch noch mal Möglichkeiten der Profilierung sucht. Das verstehe ich und ich will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, unsere Position hier sehr deutlich zu machen. Und ich beziehe mich da insbesondere auf den Antrag der Linken, der, und da zitiere ich einmal aus dem Antrag selbst, finde ich, in einer unsäglichen Art und Weise mit den Ängsten der Menschen spielt. In den noch am Netz befindlichen Atomkraftwerken besteht weiterhin die Gefahr eines katastrophalen Störfalls bis hin zur Kernschmelze. So zitieren Sie. Meine Damen und Herren von den Linken, wir haben die sichersten Kernkraftwerke weltweit, die wir bis 2022 abschalten. Da sind wir uns doch völlig einig. Den Menschen zu suggerieren, dass die nicht sicher wären, dass wir kurz vor einem GAU in Deutschland stehen, das ist unverantwortlich, das ist blödsinnig und das entspricht in keinster Art und Weise der Realität. Und die Aussagen, die Sie zu Doel und Tihange treffen, die zeigen, dass Sie insbesondere als Linke mittlerweile leider sehr ernsthaft im Zeitalter des Postfaktischen angekommen sind. Sie behaupten, dass das BMUB Hinweise hätte, dass der Reaktordruckbehälter den Anforderungen bei schweren Störfällen nicht gewachsen sein könnten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich verweise auf eine Kleine Anfrage der Grünen vom 15.03., in der das BMUB sehr deutlich sagt, ich zitiere, dass die Reaktordruckbehälter von Doel 1 und Doel 2 von der Genehmigung zum Wiederanfahren auf Wasserstofflocken geprüft wurden und laut BMUB wurde dabei der ordnungsgemäße Zustand der Reaktordruckbehälter festgestellt. Meine Damen und Herren, Sie skandalisieren einen Vorgang und operieren ganz offensichtlich mit falschen Behauptungen. Das ist fahrlässig und schäbig. Und ich will das ergänzen. Der BMUB stützt seine Hinweise und Erkenntnisse ja auf eine unabhängige Kommission, auf die Reaktorsicherheitskommission, die in ihrer Kurzbewertung zu Doel und Tihange zu folgendem Ergebnis kommt. Aufgrund der umfangreichen Untersuchungen und der geführten Nachweise zu den Reaktordruckbehältern in Doel und Tihange, das lasse ich mal ein Stück aus, kann davon ausgegangen werden, dass unter Betriebsbelastung ein Integritätsverlust der drucktragenden Wand der Reaktordruckbehälter nicht zu unterstellen ist. Aus heutiger Sicht gibt es keine konkreten Hinweise, dass die Sicherheitsabstände aufgezehrt sind. Ich finde, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, wenn man von Schrottreaktoren spricht an den deutschen Grenzen und in Wirklichkeit weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Es ist so, dass der Bund eine ganze Menge tut. Wir haben gerade jetzt im letzten Dezember ein bilaterales Abkommen zur nuklearen Sicherheit geschlossen, das es uns eben ermöglicht, in Gespräche einzutreten. Aber genau das ist der Punkt. Nur wer spricht, kann sich auch auf die Standards Einfluss nehmen, und wer nicht spricht, der kann das eben nicht. Kollege Karnitz, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Kotting-Uhl? Gerne. Vielen Dank, Herr Karnitz. Ich beziehe mich auf Ihre gerade gefallenen Äußerungen, dass Sie es für fahrlässig halten, die Defizite von Tihange so zu thematisieren, wie das die Linke in ihrem Antrag gemacht hat. Würden Sie denn dann auch das Verhalten der Bundesumweltministerin für fahrlässig halten, die deutlich gefordert hat, in Richtung Belgien dieses Atomkraftwerk abzuschalten, und zwar endgültig, aus Gründen der Sicherheit? Vielen Dank für die Frage, Frau Kollegin. Das, was die Bundesumweltministerin getan hat, ist völlig richtig und ist auch im deutschen Interesse. Sie hat deutlich gemacht, dass wir gemeinsam mit den Belgiern Einfluss darauf nehmen wollen, dass die Sicherheitsstandards der Kernkraftwerke an der deutschen Grenze ordentlich und vernünftig sind und dass wir mit unseren deutschen Experten die Möglichkeit bekommen, da reinzugucken. Und sie hat ebenfalls gesagt, dass sie möchte, dass bis zum Abschluss der Prüfung wir mit einem Wiederanfahren warten. Das ist richtig, das ist konsequent und das ist vernünftig. Insofern zeigt es, dass diese Bundesregierung die Sorgen der Ängste der Menschen in der Grenzregion sehr ernst nimmt. Aber ich meine, wir sollten es nicht übertreiben und anfangen, den Leuten zu suggerieren, ihr müsst jetzt Jodtabletten besorgen. Ich habe bei mir in Dortmund, weit weg von Aachen, Apotheker, die mir genau das sagen. Also ich finde, das ist extrem sensibel. Wir sollten hier Aufklärung und keine Skandalisierung leisten. Ich komme noch mal zur Urananreicherungsanlage in Gronau.
von der Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, sehr genau wissen, dass sie über eine unbefristete Betriebsgenehmigung verfügt. Der Ministerpräsident der rot-grünen Landesregierung Steinbrück war es, der einer Verdreifachung der Kapazität das Wort geredet hat. Und das in einer Kleinen Anfrage im Jahr 2013 durch die rot-grüne Landesregierung noch einmal beantwortet, geschah, um auf deutsche Sicherheitsstandards zu setzen und nicht auf Anlagen im Ausland vertrauen zu müssen, die sich der Kontrolle der deutschen Behörden entziehen. Wir haben am Standort über 300 Mitarbeiter, alle hochqualifiziert, und wir brauchen jeden dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Know-how in Deutschland. Sie wissen zu gut, dass alle Kernkraftwerke weltweit ihre Beschaffung von Brennelementen redundant aufgestellt haben. Es hilft uns überhaupt nichts, und wir tragen auch nicht dazu bei, dass der Ausstieg weltweit beschleunigt wird, wenn wir 300 hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland streichen und gleichzeitig aus Fabriken in Großbritannien, Niederlande oder den USA liefern. Die Urenco wurde auch in den Stresstest einbezogen nach dem Reaktorunfall in Fukushima. Und die ESK kam zu ganz eindeutigen Ergebnissen, dass nämlich die Anlage in Gronau deutliche Reserven gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse aufweist. Sie erreichen in allen unterstellten Lastfällen das höchste Stresslevel. Und deswegen muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es sich hier um eine extrem gut geführte Anlage handelt, dass die Sicherheitsstandards sehr, sehr hoch sind, dass es große Reserven gegenüber hohen Belastungen gibt, gegenüber Erdbeben, gegenüber Überflutungen, und dass diese Anlage insofern mehr als sicher ist. Ein Weiterbetrieb dieser Urananreicherungsanlage steht damit weder rechtlich noch tatsächlich und sicherheitstechnisch irgendetwas im Wege. Diese Einschätzung wird bestätigt durch ein Rechtsgutachten der rot-grünen Landesregierung aus dem Jahr 2013. Dieses Rechtsgutachten kommt sehr unmissverständlich zu dem Ergebnis, dass der Betrieb der Urananreicherungsanlage in Gronau nach dem Atomgesetz zulässig ist, dass eine rechtssichere Beendigung des Betriebes der Anlage nicht möglich ist, dass es keine juristische Handhabe gebe, die Einstellung des Betriebes anzuordnen. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Gutachten, weil das doch, finde ich, sehr schön zeigt, dass man da auf einem Holzweg ist. Zitat Anfang: Allgemein und als Gesamtergebnis nahezu aller in diesem Gutachten behandelten Fragen ist schließlich nachdrücklich von einem rein politisch motivierten Vorgehen gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau bzw. die hierfür erteilten Genehmigungen auf verwaltungsrechtlicher Ebene abzuraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 2013 hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert. Wir stehen zu dem Betrieb in Gronau auch weiterhin. Und es ist ja nun nicht nur so, dass es aus Gründen der Rechtssicherheit nicht geht, sondern es geht auch nicht, weil wir völkerrechtliche Verbindungen eingegangen sind über den Staatsvertrag von Almelo, der natürlich das Ziel hat, dass wir uns gemeinsam verbinden mit den Niederlanden und Großbritannien, um die nukleare Nichtverbreitung sicherzustellen. Und ich sage auch noch mal dazu, Sie wollen ja aus allen Dingen der Nukleartechnik aussteigen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir dann nach wie vor verlangen können, dass wir in und mit der IAEO weltweit kontrollieren, dass Standards eingehalten werden. Ich bin eher der Auffassung, dass wir dafür sorgen sollten, mehr Mitspracherechte zu bekommen, in deutschem Sicherheitsinteresse dafür zu sorgen, dass beispielsweise das Atomabkommen im Iran mit dem Iran eingehalten wird und dass wir nicht aus allen Dingen aussteigen und damit auch nicht die Möglichkeit der Einflussnahme haben. Meine Damen und Herren, das Gutachten kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass, sofern aus rein politisch motivierten Gründen Gronau geschlossen werden sollte, umfangreiche Schadensersatzansprüche auf uns zukämen. Der Wert des Unternehmens Stand 2013 lag bei etwa 10 Milliarden Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sinnvoll wäre, diese 10 Milliarden Euro staatlich zu übernehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, andersrum gesprochen, dass ich das nicht für sinnvoll halte, sondern dass es sich um ein rein politisch motiviertes Vorgehen handelt. Wir brauchen diese hochqualifizierten Arbeitsplätze in Deutschland. Die Anlage leistet Hervorragendes, und insofern können wir und wollen wir Ihren Antrag ablehnen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussfassung.